Grüß Gott, die Herren und die Damen. Heute mal wieder ein paar Ründchen, einfach ganz spontan. Nehme ich euch ein paar Ründchen mit. Und zwar, wir spielen ein bisschen Kong. Den guten alten Kong. Gehen wir schon rein. Hier ist das wahre Leben am Start. Einfach mal eine ganz spontane Aufnahme, weil ich keinen Bock habe. So, schauen wir mal. Real Life sozusagen. Naja, fast. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gerutscht. Geht alle eure Baustellen an und hoffentlich habt ihr ein erfolgreiches Jahr. Und wenn ihr die guten Vorsätze nicht einhalten wollt, ist auch egal. Nächstes Jahr ist ja auch wieder Neujahr. Von dem her. So. So muss man das sehen. Ganz pragmatisch. Ich fahre sehr ungern in die Mitte auf dieser Karte. Weil du von der Seite. Hoppala. Gut beschossen werden kannst. Das mag der Kong nicht. Der Kong mag snipern. Und er hat es nicht gern, von der Seite beschossen zu werden. Wäre jetzt ein 257, wäre das nicht so schwierig. Die meisten Leute hämmern auf die Unterwanne und wissen nicht, dass 257 eher so die Oberwanne kurz unterm Kranz. Knapp unterm Kranz, dass man da reinballern muss. Mach ich auch oft falsch in der Hektik. Man schießt automatisch unten in die Wanne. Wir kommen an, versprochen. In der Zeit können wir ein Stückchen Kaffee trinken. Oh, der tut so gut. Ein bisschen Wärme in meinem Leben. Ist da was? Ich stelle mich mal dahin. Da unser Team relativ aggressiv ist, hat es hier keinen Sinn. Erstmal, und ich will Action. Ich will ran an die Olga. Und an die Tante Uschi. Los geht's. Ich verspreche euch, ich komme heute noch an. Gucken, ob da einer crossed. Muss ein bisschen ranziehen. Schade, schade, schade. Jetzt gucken wir mal, ob sie einen Fehler macht. Machen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Komm, lad nach, Kiste. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der M103 hat, denke ich, einen kleinen Fehler gemacht. Oh, oh, was ist denn da los? Schlechter Schuss von mir. Ganz schlecht. Könnt ihr ihn hier mal tracken? Mist. Er kommt wieder, ich weiß es. Oder? Wusste ich's doch. Ich baue mich hier nicht mehr auf der Zweier. Ich versuche mal da den Skoda und den T92 ein bisschen zu bearbeiten.
Der Kong ist am Start, Leute. Das will ich mir eigentlich nicht hier fangen, die Schüsse vom Skoda. Schauen wir mal. Komm, Grille. Naja, holen wir das Beste noch raus, was wir können. Fast 3000 ist okay. Für den Anfang nicht schlecht. Sehr schön. Schieben wir noch ein Kong-Spiel hinterher, wenn der Patton dann gestorben ist. Müsste gleich soweit sein. Weiter geht's. Mr. Patton. In solchen Runden müsst ihr einfach dann noch das Beste rausholen, was ihr könnt. Wenn ihr bedrängt werdet. Es geht natürlich an die Anfänger in unserem Clan eher oder an unsere Zuschauer. Die alten Hasen wissen das natürlich. Wenn ihr anfängt, angefangen werdet, zu, ja, wenn sie von allen Seiten kommen, wenn so eine richtig schöne Gangbang bevorsteht, fangt nicht an, irgendwie versuchen, mit dem Turm zu drehen und euch da zu wehren und da zu wehren, sondern schaut euch ein Ziel aus, fixiert euch drauf und holt das Beste raus, was ihr könnt. Ihr sterbt so oder so. Wenn ihr aber anfangt, den Turm hin und her zu drehen, verliert ihr wertvolle Zehntelsekunden manchmal und könnt kein Damage mehr machen. Oder vielleicht noch eine Kanone rausholen oder so. Ne? Anfänger machen das ganz gerne falsch. Die fangen dann an, Panik zu kriegen, drehen hin und her, wollen sich gegen jeden Einzelnen wehren. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Aber das bringt nichts. Gerade in einem Heavy. Also, muss nicht versuchen, hier gegen die Mates und Lights dich zu wehren oder da versuchen, dich rumzudrehen mit dem Turm oder so. Dann fixier dich auf einen und snack ihn raus, wenn es geht. So, was haben wir hier? Okay, wir gehen in den Zauberwald. Ich mag auf dieser Karte, wie heißt sie nochmal? Lumorovanka. Mag ich die 1er-2er-Linie irgendwie überhaupt nicht. Du bist ewig offen. Das ist einfach nur so eine Vorliebe von mir. Der Wald auf dieser Karte. Ich mag die 1 oder 2 einfach nicht. Na? Monsieur? Bist du AFK oder? Das wäre natürlich scheiße, wenn unser viertes Top-Tier. Jo, da ist er. Wenn das AFK wäre. Was kommt denn mit hier? Das Objekt Standard B kommt jetzt auch mit. Die Connection ist vorhanden. Okay, meine Wenigkeit. Schauen wir mal. War kein Klicker, ne? Oder? Ne, ja, zwei. Okay. Das heißt erstmal ein bisschen passiv rangehen. Ich laber heute viel, gell? Okay. Ich fahre jetzt einfach mal. Hier keinen Spot. Das ist nicht gut. Gar nicht gut, Baby. Muss ich jetzt da rüberfahren? Ne, kein Bock. Ich bin heavy. Ich habe keine Lust zu spotten jetzt. So, jetzt gehen wir mal rein hier.
Ich habe erst einen King Tiger und einen Centurion offen. Komm, Standard. Bissel, ha? Wie wär's? Die Top-Tier kommen hier, gegnerischen. Kommt da nix? Hier los, das habe ich auch selten. Der Patton macht ein bisschen was auf. Aha. Wirkungstreffer. Komm, lad nach. Ich muss irgendwie was. Mache mit der Nachladezeit. Okay, ich habe Standard B hinten. Jetzt hoffe ich mal, dass er ein bisschen Backup leistet. Okay, jetzt verstanden. Ist schon mal gut. Ich krieg kein C rein, Mann. Wo steht denn der? Komm, komm, lass mich nicht im Stich. Jawohl. Komm. Lass mich nicht im Stich. Mann! Scheiß Coppola. Ich rommel den jetzt. Wackel ein bisschen hin und her. Jawohl, wir kriegen von der Seite. Oh, scheiße. Naja gut, das war's für mich. Dann noch die Arti auf mir drauf. Dankeschön. Und das war's jetzt. Standard B ist eine Tussi. Nee, fahr hier nicht vor. Ist nicht gut. Ab in den Zauberwald. Puh, alles, so gut wie alles am Arsch gewesen für den 50er. Eieiei, da habe ich aber ganz schön was investiert. So, du kriegst auch noch eine kleine Revanche. Krampe. Du hast mir in die Seite geschossen. Und tschüss. Ja, komm jetzt. Holy Bananas. T20 ist leider nicht tot. Boah, Standard B. Wie wär's, wenn du mal was tust? Okay. Du Pussy.
Ah, der ist tot, der TVP. Oh, scheiße. Gucken. Naja, ich komme nicht mehr weg. Der E75 wird mich jetzt gleich rausnehmen. Leider. Schade. Hi. Ja, aber jetzt ist einer noch rausgekloppt. Ach Mann. Ich habe es da mal eine Zeit lang mit HE probiert, aber eben. Was willst du machen? Das ist das wahre Leben in World of Tanks, Leute. Jetzt haben wir mal der netten Dame mal einen kleinen Besuch abstatten. Welche nehmen wir denn heute? Nehmen wir die Dame mit dem Bart? Hm, okay, war ein schlechter Witz. Zum Weihnachtsbaum. Nee, danke. Trotzdem, Stahlwand, Spartaner, ja, das kann man wohl sagen. Die Ausbeute war jetzt nicht so dolle. Das war eine Tussi. Falkenmond. Mhm. Gut. Machen wir noch eine dritte Runde, hä? Jo. Buddy. Okay, nur eine Arti, das ist schon mal gut. Ich habe meistens auf Wadi das Glück, dass ich drei Arti habe in meinem Heavy. Diesmal nicht. Ach was? Ich fahr mal hoch. Ja. Bisschen mich mit den Mates kloppen, meine Gun Depression ein bisschen ausnutzen. Jo. Er ist zwar sau langsam, unser guter Kong, aber fürs offene Feld, da habe ich echt keinen Bock. Also, da habe ich nie Lust auf Wadi. Es sei denn, ich bin in dem Brugette unterwegs, also eine Med oder ja, Leitfahrer bin ich ja nicht, obwohl ich auch Leits ja ab und zu fahre. Aber eben in so einem langsamen Heavy ist das ein bisschen schwierig. Oh, ich glaube, es denken viele so. Das denken einige. Ja, ich weiß, ich bin dick, fett und hässlich und langsam. Mr. TVP. Nochmal der erste kriegt gleich einen geschoben. Ganz knapp drüber gucken. Dann sieht euch der Gegner auch nur ganz knapp. Hi! Hm. Gucken, ob wir einen Ketten können. Machst du das nochmal? Könnten Sie das einrichten, junger Mann? Oder alte Frau? Oder alter Mann? Ne, der alte Mann sitzt hier. Der sitzt hier, Leute. Was will er nimmer? Ah, was haben wir denn da? Ein Tscheche? Na komm. Entschuldigung. Der alte Mann ist gar nicht schlecht, ne? Jetzt wollen sie bestimmt gleich flüchten, die Schweine. Aber...
so nicht. Gun Depression, Gun Depression nutzen im Kong, immer wichtig. Holy shit. Was? Wart. Ich bin immer zu schnell. Na, kriegen wir einen Spot? Wie wär's mit Aimen? Ha? Du hast Zeit. Ja, jetzt muss er nach links fahren. Jetzt in dem Moment. Ist noch einer. Ah, das 140er. Kriegen wir den penetriert? Jetzt mal einen kleinen Schuss hinterher. Jo, bin ja schon dabei. Komm, Kong. So, Leute, mitkommen. Jetzt ist Schluss hier. Jetzt ist Feierabend. Jetzt geht's los, Leute. Auf geht's. Druck machen. Druck. Jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt ist Feierabend, Leute. So, zack, die Bohne. Hi, Mister. Oh. Jagdtiger, nein. Tu's nicht. Ich bin doch noch so jung. Jetzt wäre ein Spot nicht schlecht, Leute. Okay. Oh ja. Mist, verdammt, die stehen da unten. Mama. Mr. Phase ist mir jetzt egal. Nee, der chillt sein Leben da unten. Naja, wartet ab, Jungs. Jetzt geht's los. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Phase. Achso, bin gar nicht Phase. Müllkübel. So. Ich glaube, der nimmt mich jetzt raus, der Müllkübel. Na. Jo, chill noch mal. Irgendwas zu reparieren. Ja. Oh, jetzt heben wir die Brüder mal aus hier. Gut, endlich hast du mal geaimt. Wo ist der E100? Soll ich? Jump. Ja, hallöchen. Der Turm dreht sich nur noch langsam. Nehmen wir doch erstmal das etwas einfachere Ziel. Na, hat er geschossen? WT bleibt erstmal unten, sehr schön. So, jetzt kommen meine Boys. Ja. Oh, Mist. Habe ich den jetzt noch? Ah, war die halt, gell? Leute, im Kong manchmal etwas mühsam, aber eben, manchmal muss der Kong Verantwortung übernehmen. Ich glaube, so werde ich diese Replays nennen. Manchmal muss man Verantwortung übernehmen.
Nein, nein. Genug Dumpfsinn gelabert. Das war das wahre Leben, das war das Leben im Kong. Und da steht so, dritte Klasse, passt. Zweitbester. Jo, 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 jo. Nee, ich will nix. Details. Schieb dir deine Details sonst wohin. Ich hab Standard. Jo. Okay. Ja, gut. Na, ist doch in Ordnung. 8 Durchschläge. Passt. Hä? Passt. Holy moly. Okay, wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt kommt ja bald das Wochenende, dann ist Heilig Drei Könige. Vergesst nicht beim Einkaufen. Montag ist auch noch Feiertag. Hier gibt es echte Lebenshilfe auf meinem Kanal. Nicht vergessen. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe für Sonntag nur eingekauft und Montag stand ich da, kein Kaffee mehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe ohne Kaffee? Ich möchte eigentlich immer noch nicht drüber reden. Es war nicht schön, sagen wir mal so. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Däumchen wären Träumchen und wenn ihr einen Clan sucht, schreibt uns an. Firlefanz anschreiben, Hallo sagen, kommt mal vorbei. Wir suchen ganz normale Wahnsinnige. Okay, in diesem Sinne, bis die Tage, Leute, und ja, schönes Wochenende. Ciao, ciao.